Hallo meine Lieben, wie schon im letzten Video erwähnt, habe ich einen deutschen Oldtimer gekauft, der nur 84.000 Kilometer runter hat. Der wurde 1995 abgemeldet und steht seitdem in der Garage rum. Eigentlich wollte ich ja ein Auto kaufen, wo nur eine Kleinigkeit zu machen ist und dann schnell wieder weiterverkaufen. Aber ich bin mal wieder schwach geworden. Bei einem schönen Klassiker kann ich einfach nicht nein sagen. Wir fahren jetzt los und holen ihn ab und dann machen wir eine Bestandsaufnahme. Viel Spaß! Ist. Ganz genau. Es ist ein W201 190er. Erstzulassung 1990. Hat den 2-Liter Motor mit einer KE-Jetronic verbaut. 118 PS. Wir haben es jetzt schon kurz nach 9 und ich bin schon ganz schön geschlaucht. Darum machen wir erstmal Schluss für heute und machen morgen weiter. Dann machen wir die Bestandsaufnahme. Für euch ist es ja nur eine Sekunde. Also bis dann. So, weiter geht's. Ich habe den Wagen ziemlich günstig bekommen. Für wie viel, verrate ich erst, wenn er verkauft ist. Dann mache ich eine komplette Kostenaufstellung. Die Geschichte von dem 190er ist gar nicht mal so uninteressant. Die ersten beiden Besitzer hatten den Wagen jeweils 2 Jahre. Und dann kaufte sich der letzte Besitzer den Wagen. Ich nenne ihn einfach mal Klaus. Also, Klaus kaufte sich 1994 sein Traumauto. Für ihn damals viel Geld. Da war Klaus 51 Jahre alt. Nach ca. 2 Monaten war Klaus mit seinem Schmuckstück beim Kumpel und durfte seinen 190er immer auf dem Hof parken, damit seinem Wagen auch nichts passiert. An dem Abend trank Klaus einen über den Durst und fuhr ziemlich abgefüllt vom Hof. Es war schon dunkel und in der Dunkelheit hat Klaus die Torausfahrt nicht richtig getroffen und fuhr mit der rechten Seite gegen den Torpfeiler. Durch den Schreck hat er noch mehr Gas gegeben und schrammte so die ganze rechte Seite auf. Ein Kram auf der anderen Seite hat den Wagen zum Stehen gebracht. Da hat er hier unten aufgesetzt. Ein Teil der Sträucher hing immer noch da drin. Er hatte keine Vollkasko, also war sein Traum schnell ausgeträumt. Er versuchte, die beschädigten Teile selber wieder zu richten. Aber das Ergebnis sieht man ja. Er meldete den Wagen vorübergehend ab. Das war vor 26 Jahren. Seitdem steht der Wagen trocken in der Garage und ist kein Meter mehr gefahren. Jetzt ist Klaus 78 Jahre alt und hat einen Menschen gesucht, der den 190er wieder auf die Straße bringt. Ich musste ihm versprechen, dass der Wagen nicht ausgeschlachtet wird. Und dafür habe ich ihm mein Wort gegeben.
Jetzt habe ich schon viel zu viel gequatscht. Checken wir die Kiste durch und schauen, was wir alles machen müssen, um den 190er so schnell wie möglich wieder auf die Straße zu bringen. So, fangen wir gleich vorne an. Stoßstange und Kühlergrill muss neu. Die Motorhaube ist total ausgeblichen, aber die müsste sowieso lackiert werden. Hier ist ein bisschen Rost. Und hier an der Kante auch. Ist aber nicht so schlimm, das kriegt man leicht weggeschliffen. Die Scheinwerfer sehen noch gut aus. Hier am Kotflügel ist es ein bisschen angerostet, muss auch gemacht werden. Der Radlauf ist komplett rostfrei, das ist schon mal gut. Hier fehlt der Außenspiegel, der war kaputt. Den hat Klaus damals ausgebaut, da brauche ich einen neuen. Am Dach habe ich gesehen, dass hier und hier kleine Roststellen sind. Theoretisch müsste man das ganze Dach auch lackieren. Die Tür sieht noch gut aus. Aber hier ist eine kleine Delle drin. Was beim 190er immer rostet, sind die Türklappen. Aber hier sieht's top aus. An der A-Säule habe ich Rost entdeckt, aber nicht durch, nur angerostet. Die hintere Tür hat hier auch eine Schramme. Die zieht sich bis zum hinteren Seitenteil. Hier sind überall Abplatzungen vom Lack. Und das Seitenteil hat hier auch nur eine fette Schramme. Das bedeutet, man müsste die Tür und das Seitenteil auch noch lackieren. Das ist ja so langsam eine Volllackierung. Der Radlauf ist super, der hat keinen Rost. Hier hinten unterm Rücklicht ist er auch schon ganz schön angerostet, ist aber noch nicht durch. Auf der Seite ist es nicht schlimm, da fängt es gerade an zu blühen. Genauso wie hier oben. Die Heckklappe hat auch schon eine leichte Blasenentzündung. Damit bin ich jetzt mit einer Volllackierung auf jeden Fall dabei. So ein Scheiß, damit habe ich echt nicht gerechnet. Schauen wir mal, wie die Heckklappe von innen aussieht. Abgeschlossen. Ich hole mal schnell den Schlüssel. Dann schauen wir mal. Hier sieht alles gut aus. An der Griffleiste, da rostet's. Aber alles noch im Rahmen. Das kriegt man ohne Probleme weg. Wo man auch immer gucken sollte beim 190er, sind diese Ecken. Da sieht man es schon, da ist Rost. Auf der Seite auch. Aber alles noch nicht durch. Wie sieht es hier drunter aus? Alle tutti. Die Rücklichter und die Stoßstange sehen gut aus. Hier hat sie eine Schmarre, muss natürlich auch wieder lackiert werden. Das Seitenteil wirft hier auch Blasen. Na herrlich. Wenigstens ist der Radlauf rostfrei. Die beiden Türen und der Kotflügel müssen ja sowieso neu. Mein Fazit zur Außenkarosse fällt echt ernüchternd aus. Es gibt nicht ein einziges Teil, was nicht lackiert werden muss. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt schauen wir uns noch die typischen Roststellen unter den Scheinwerfern an. Ich mach mal die Haube auf. Auf den ersten Blick sehen die rostfrei aus. Der Motor macht optisch einen guten Eindruck. Ist jetzt schon seit 26 Jahren nicht mehr gelaufen. Über den mache ich ein extra Video. Denn da gibt es sehr viele Dinge, die man machen und beachten muss, bevor man ihn wieder aus dem Dornröschenschlaf rausholt. Die beiden Dome sind absolut rostfrei. Nur hier ist der Lack ab. Wahrscheinlich, weil das Kabel von der Lichtmaschine nicht fest war, hat sie den Lack weggescheuert und fängt auch an zu rosten. Jetzt kommt der Technikcheck. Ich habe den Wagen schon mal hochgehoben und die Räder abgenommen. So können wir alles besser sehen. Fangen wir gleich hier vorne an.
Die Bremsscheibe ist noch super. Ein bisschen mit Feinschleifpapier drüber und dann ist sie wieder wie neu. Nee, Quatsch. Bremsscheiben und Belege müssen neu. Der Bremsschlauch auch. Den Bremssattel müsste man gängig machen, eventuell gleich überholen. Aber das sieht man erst, wenn er auseinander ist. Generell ist das hier alles ganz schön angerostet. Der Staubschutz vom Dämpfer ist auch schon löchrig, muss auch neu. Die Spurstange mache ich auch neu. Da kriegst du nichts mehr vernünftig eingestellt. Total verrottet. Die kosten auch nicht viel. Dann habe ich gesehen, dass die Manschette vom Traggelenk gerissen ist. Das muss auch neu. Ich habe mal ein Bild von gemacht, da kann man es besser sehen. Die Bremsleitung sieht noch ganz gut aus. Der Stabi wird schön abgeschliffen, grundiert, lackiert und dann sieht er wieder top aus. Was mir aufgefallen ist, der hat keine Koppelstange. Da geht der Stabi direkt an den Querlenker ran. Interessant. Die Gummis vom Querlenker sehen hier noch ganz gut aus. Aber auf der Seite sind die porös. Muss auch neu. Was man beim 190er immer kontrollieren sollte, sind die Warnheberaufnahmen. Die sind bei den meisten immer durch. Aber hier bei dem ist ein bisschen Rost dran. Aber das bekommt man alles ganz leicht weggeschliffen. Ich habe mir alle vier angeschaut und die sehen alle super aus. Da ist auch nur oberflächlich ein wenig Rost, aber das kriegt man alles ganz leicht beseitigt. Hinten sieht die Bremse genauso bescheiden aus wie vorne. Bremssattel muss gängig gemacht werden. Bremsscheibe, Belege, Bremsschloch neu. Die Gummis von den Querlenkern sehen ganz gut aus. Stoßdämpfer macht auch noch einen guten Eindruck. Die Bremsleitung ist auch nicht verrostet. Die rechte Seite habe ich auch schon gecheckt. Und da muss genau das gleiche gemacht werden wie auf der linken Seite. Damit wollte ich euch nicht langweilen. Ich habe das Auto jetzt ganz hochgehoben und dann machen wir von unten weiter. Hier ist ein bisschen Rost und an der Heckschürze auch. Aber noch nichts durch. Der Auspuff ist auch schon ganz schön angegammelt. Aber noch nichts durch. Ich glaube, den kann ich noch retten. Die Hinterachsaufnahmen sehen gut aus. Das Differential sifft ein bisschen, muss abgedichtet werden. Die Hardyscheibe ist auch okay. Die Manschetten sind steinhart. Müssen auf jeden Fall neu. Hier sitzen Benzinpumpe, Filter und Druckregler. Die Brems- und Spritleitungen sehen ganz gut aus. Kein Rost. Der Schwingungsträger ist ein bisschen angerostet, aber noch top. Und die Hardyscheibe auch. Das Schaltgestänge muss gängig gemacht werden. Das ist ja furztrocken und angerostet. Das Getriebe sieht trocken aus. Das Lenkgetriebe auch. Der Motor sieht soweit auch trocken aus. Da hat es noch nirgendwo rausgesifft. Mein Fazit zur Technik: Es sind eine Menge Standschäden zu beseitigen. Ist aber alles machbar, nur sehr viel Arbeit. Der Unterboden ist überall ein wenig angerostet, aber nirgendwo durchgerostet. Das ist natürlich absolut top. Also ich denke, den Wagen neu aufzubauen, lohnt sich auf jeden Fall. Und das Beste habt ihr noch gar nicht gesehen, und zwar den Innenraum. Den zeige ich euch jetzt. Schaut euch mal die Türverkleidung an. Die ist top. Bei den Sitzen sieht man keine Abnutzungsspuren.
Das Armaturenbrett hat auch keine Risse. Schaltknauf, Mittelkonsole, alles im super Zustand. Nichts runtergerockt. Da sieht man den originalen Kilometerstand. 83.439 Kilometer. Hier ist es gerissen, aber ich glaube, das ist eine Krankheit bei den Fahrzeugen. Hinten sieht es genauso gut aus. Und der Himmel ist auch im guten Zustand. Mein Fazit vom Innenraum, absolut top. Nichts verschlissen, verbraucht oder kaputt. Nur die Abdeckung über der Luftdusche ist gerissen. Besser geht's kaum. Na, da habe ich mir aber viel Arbeit gekauft. Ist aber alles machbar. Und es macht mir auch Spaß. Besser wie zu Hause vor der Glotze zu sitzen. Ich muss nur sehen, dass ich den so schnell wie möglich wieder fit mache. Jetzt noch ein Appell an alle Lackierer dieser Welt. Ich bräuchte Hilfe beim Lackieren. Wer mir helfen will und kann, meldet sich bitte per Mail bei mir. Dafür schon mal vielen Dank im Voraus. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.